Englische Bulldogge. Ich soll jetzt keine Sprache mehr abspielen, man hört die. Ne? Das war jetzt einfach. Wann das Spiel beginnt jetzt. Ess deine Kekse. Ich esse die Kekse schon, ne? Das größte Stadion in Deutschland ist der Signal Iduna Park oder wie traditionell. Ah, nicht schlecht. Das Westfalenstadion. Damit würde ich auch mehr anfangen können als mit Signal Iduna Park. Na? Ich habe mich immer gefragt, was das für ein komisches Stadion ist. Ja, ich wusste nicht mal, dass ich den Ball habe. Ne? Ich habe ihn in dem Moment gesehen, wo er ihn geschossen hat, dass ich schon wieder den Ball habe. Hä? Ist mal über einen halben Platz gebolzt und du hast ihn nicht abgefangen? Da wollte ich eigentlich gar nicht hin, aber okay. Auf ihn wird's ankommen, aber sie haben nicht mal ein Profilbild wie ihn. Weißt du was jetzt? Ich meine, ich habe alles gut eingestellt. Weißt du was war Peter? Ich stelle alles gut ein, aber so Torschießfähigkeit 1. Ne? Hab ich nicht, aber das wäre fies, ne? Hast du dich gerade darüber beschwert, dass er Abseits gegeben hat? Das habe ich doch eindeutig gesehen. Du hast dich eindeutig gerade aufgeregt darüber. Könntest du das bitte in Zukunft unterlassen? Wie du es im zweiten Mal einfach ins Abseits mit dir läufst. Einfach direkt zweimal hintereinander. Du hast den Ball wieder und direkt läufst du nochmal ins Abseits. Ja. Wir lassen den Ball da jetzt gut laufen. Jadon Sancho. Da ist Reus. Nein. Jetzt ist er auf und nach vorne macht er das Tor. Ecke, jetzt wird's gefährlich. Ich meine, wenn du so auf FIFA stehst, du könntest ja auch meine Karriere mit dir selber spielen, ne? Nur so als Tipp. Und den Ball hält der Torhüter fest. Wie der jetzt reingekommen ist, weiß ich nicht, aber okay. Jeez. Ja, dieses Jahr ist 4 Monate. Ja, hat sie auch gerade gesagt. Das ist ja. Ja, und dann American Bulldog ist klar, dass sie ja noch größer wird. Aber schönes Tier. Jo. Wenn man weiß, wie es zu helfen. Ehrlich gesagt, bei allen großen Hunden sollten nur Leute halten, die auch wissen, wie sie handeln können. Du kannst jedes Tier erziehen, aber du musst wissen, wie. Ne? Und ist nicht so wie die Hunde da hinten, du weißt wahrscheinlich, welche ich meine, einfach den ganzen Tag einen Zwinger sperren. Und dann auch noch Jagdhunde den ganzen Tag einen Zwinger sperren, ne? An dem Ball waren sie noch dran. Ecke. Wie damals? Ne, du weißt schon, welche beiden Hunde ich meine. Weil nur dadurch, dass das passiert. Der Ballverlust. Ja gut, aufgepasst, aber die Verteidigung hat noch besser aufgepasst, würde ich sagen. Safe gleich abseits. Ja. Vielleicht die Konterchance. Ne, du weißt... Ich habe schon auf Abseits spekuliert, weil keiner nachkam, aber dann doch nicht. Ich glaube, ich muss deinen Spieler wieder umstellen, das ist so OP. Ne? Das ist gut, dass wir den in den Stamm gestellt haben. Der ist heftig. Okay. Sie zieht den Konter perfekt auf. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und hat er auch. Noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Ja, demnächst können wir auch wieder demnächst können wir ja auch mal spannendere Spieler vom BVB spielen, ne? Wie DFB-Pokal oder Champions League, ne? Können wir auch alles spielen. Das war eine richtig gute Möglichkeit. Ja, gut gemacht. Flanke kommt. Da macht er fast das Tor mit diesem Hammer. Es spielt wirklich nicht viel. Ich glaube, man merkt so ein bisschen, dass Bologna nicht so der beste Verein in der Serie A von Italien ist. Ne? So. Davon abgesehen, dass du einen OP-Spieler hast. Na, sie fühlen sich gleich viel weicker an als Gäste, als gestern zum Beispiel, beziehungsweise letzte Woche. Kann man schießen? Ich glaube, du kannst nicht direkt schießen. Man bringt die Ecke rein und dann der schießt. Doch,
Dortmund verliert den Ball. Und den Ball hat er sich geholt. Ja, wie du dich da einfach vorgedrängelt hast, wie so ein Vordrängler im Supermarkt, ne? Ja, wie die KI auch nicht mitläuft. Siehst du das, ne? Ja. Ich verpasse dich und die KI steht überall und lässt dir einfach die Lücke, ne? Ne? Wenn du als Spieler einfach den Gegenspieler verpasst. Haaland geht aber auch bald, glaube ich. Ja, aber ne, wenn du als Spieler den Gegenspieler verpasst, die KI, die ne, lässt den Räume wie sonst wer. Ja, da hätte ein Elefant reingepasst in den Raum so ungefähr, ne? Einen Elefantenball versenken können. Wenn du einen Raum eben gesehen hast, ne? Wie die KI dadurch gelassen hat, dass ich dich nicht erwischt hab. Wenn's jetzt schnell geht, dann wird's gefährlich. Der Ball ist weg. Aus dieser Konterchance können sie nichts machen. Nur noch der Torwart vor sich. Oh, er ist zur Stelle. Eine unglaubliche Parade macht diese tolle Chance zunichte. Jetzt mal auch mal über die Parade reden. Die war sensationell. Soriano. Da ist mein Tor. Die Vorwärtsbewegung ist. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Meine. Also wenn die jetzt sagen, dass da nichts mehr geht, es steht jetzt 3:1, wir haben 32 Minuten gespielt. Theoretisch könnte ich jetzt öfters mal dich so ausdribbeln und dann steht es auf einmal 3:3. Also ne, jetzt zu behaupten, dass nichts geht, wäre so die dümmste Behauptung überhaupt. Hab ich schon einmal gegen die KI gehört und 20 Minuten später habe ich das Spiel umgedreht und geführt. Ne? Unwiderstehlich. Als wärst du so eine hübsche Frau oder so, ne? Was war das denn jetzt? Ich weiß nicht, ich wollte den nur den Ball abnehmen. Ja, und hast ihn dann gleich weggeschossen. Ja. Da hätte die KI auch schon mal sich in die Richtung bewegen können, wo der Ball hinrollt. Du wusstest schon, wo der Ball hinrollt, du doofe KI. Ne? Soriano. Wird's jetzt gefährlich? Sie verlieren den Ball. Und er schießt. Da ist er alleine durch. Und er schießt. Was für eine Parade. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass wir das Tor hier machen. Ich glaube auch ganz ehrlich, dass wir das Tor hier machen müssen. Mahmoud Dahoud. Den hält er völlig ohne Probleme. Vielleicht klappt es jetzt. Es gibt eine weitere Ecke. Dahoud. Klasse Aktion, Torwart hält den Ball fest. Vor dem Tor heute nahezu unaufhaltsam. Chancen erarbeiten, Chancen machen, dann hast du eine deutliche Führung. Ja, den fand ich zu energisch, einfach den Einsatz. Und das war ein Schuss? Nein, das sollte eigentlich gar kein Schuss sein, ich wollte bloß den Ball haben. Das sind manchmal die verspäteten Reaktionen von FIFA. Weil er noch Aktionen umsetzt, die du vor 5 Minuten in Auftrag gegeben hast, geführt. Beziehungsweise in einer ganz anderen Situation gedrückt hast, in der Hoffnung, dass was passiert, ne? Sind das manchmal, ne? Dann drückst du öfters in der Hoffnung, dass er den Ball abnimmt. Und dann hat er den Ball schon abgenommen und setzt dann erst die Aktion um, wie zum Beispiel, was denn, wenn du den Ball hast, der ein Schuss ist, ne? Mhm. Das ist manchmal das Problem. Da so ein System zu haben, dass sobald der Ballwechsel wechselt, vielleicht Befehle wie B oder so nicht mehr umgesetzt werden, das wäre vielleicht eine nette Einstellungsmöglichkeit, ne? Dass die vom System ignoriert werden. Wenn sowas erkannt werden könnte. Ich wechsle mal Poli ein. Ich weiß nicht, wer das ist, aber der sieht noch stark aus. Der hat noch nichts gemacht heute. Wahrscheinlich ein Italiener. Was? Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Was grinst du jetzt? Weil ich gesagt habe, wahrscheinlich ein Italiener, bloß weil ich eine italienische Mannschaft spiele. Erling Haaland. Sancho mit dem Ball. Lukas Skorupski.
Das möchte ich nochmal sehen. Wo wird jetzt gefoult? Zeigen Sie die Szene nochmal. Hast du den Torwart gefoult? Anscheinend ja. Wirkt so, ne? Oder hat die KI sich vielleicht vorgeschummelt und das wurde als Foul gezählt, weil du den Ball angenommen hast? Kann das sein? Dass er sich durch ein Foul vor mich geschummelt hat bei dem Abstoß? Bei dem Abschuss? Ja, der eine Verteidigungsspieler ist der Mann auf das Tor aus, ne? Gesehen, er, ne? Jetzt mit dem Kopf, dann noch mit dem Fuß. Den Ball abgefälscht. Ne? Wichtig, dass er sich den Ball holt. Hummels. Den fange ich mal kurz, sagt jetzt der Torwart. Das gehört, Matthias ist dabei. Matthias Swanberg. Und da verlieren sie den Ball. Und Erling auch. Erling Haaland. Ja, wo denn? Ich habe ihn schon wieder abgekühlt. Ich bin doch blau. Die Farbe der Kälte. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Ich wollte gerade noch sagen, das geht 3:1 aus der... Hast du so ein unfaires Tor? Nein, das war ein gutes Zuspiel. Nein. Was betet er da? Hat er was genommen oder so? Weißt du, was ich dazu sage? Mal gewinnt man und mal verliert man. Ja. Wenn ich gleich Zeit habe, möchte ich gerne mal was ausprobieren. Mal gucken, wie du dich dagegen schlägst. Na? Würde mich echt mal interessieren. Balleroberung jetzt hier im Mittelfeld. Ganz alleine. Der war wichtig, hast du gehört? Das wäre das Tor gewesen. gefühlt man die Verteidigungsspieler mehr als ich. Ja? Weil jetzt auf einmal lassen sie nicht einen Kilometer freien Raum, sondern blocken all deine Schüsse ab. Ne? Jetzt passt auf einmal nicht mehr ein Elefant in die Lücken. Ich glaube, die haben gemerkt, dass ich über sie gemeckert habe. Jetzt stehen sie besser. Ne? Du spielst einfach besser. Nein, die KI blockt ja andauernd deine Schüsse. Eben gerade habe ich mich doch noch darüber beschwert. Wie du mit der KI und so spielst, das ist wichtig. Schnelles Zuspiel. Und Ballverlust. Ja. Ich glaube, die Post kommt. Aber nur so ein Gedanke. Er überzeugt heute als Passgeber. Gutes Technik. Wie oft du heute faulst, ne? Keine Diskussion. Am witzigsten fand ich immer noch, wie der Schiedsrichter gefault wurde und der Spieler dann gelb-rot dafür bekommen hat. Die Szene fand ich gut. Silvestri. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Erst Vorder und dann Freistoß. Vielleicht können Sie das jetzt ausnutzen. Freistoßentscheidung korrekt. Amerikaner. Jetzt reden Sie darüber, dass noch keine Karte kassiert wurde. Ich denke, das geht in Ordnung. Wild mit Karten. Falls Sie interessiert. Delaney ist mit Charme gekommen. Der Schiedsrichter setzt hier auf ein offenes Falls dich das interessiert. Ich stand hinter der Mauer des Freistoßes und stand direkt im Abseits. Natürlich. Na? Habe ich hinter die Freistoßmauer geschmuggelt, 2 Meter, abseits. Na? Weil da musst du, bei so einem Freistoß, wo eine ganze Mauer ist, musst du doch schnell agieren. Warum ist das nach 2 Sekunden direkt abseits? Hä? Ich weiß es auch nicht. Wirklich, ich bin 2 Meter in der Mauer gewesen, da ist eins abseits gelaufen. Da kann ich doch eine halbe Stunde warten, bis die Mauer sich wieder aufgelöst hat. Dann ist die Chance weg. Ne? Aber mal komplett von seiner Abwehr. Muss sich für eine Seite entscheiden und dann fällt das Tor. Ach so, du hast auch keine Zeit mehr, dich nochmal umzuschminken, falls du vielleicht doch braune Haare haben möchtest. Keine Zeit mehr. Heute sind sie eine Nummer zu groß für den Gegner. Nee, was die Schweizer gemacht haben, die auf einmal weiße Haare färben lassen vom Friseur, der extra eingeflogen wurde. Keine Zeit mehr während des Spiels. Sie haben sich hier keine Blöße gegeben. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Hä? Es ist abseits, wenn ich gerade mit dem Ball weglaufe? Aus meiner Hälfte? Also mit abseits hat es der Computer heute irgendwie, ne?
Kann man abseits Fehlentscheidungen einstellen, dann stelle ich demnächst auf 100% nachher noch nicht zu erinnern. Wenn ich jetzt innerhalb von 10 Minuten 3 Tore mache, dann würde das die Tendenz komplett umdrehen. Ist das so? An der Tendenz ist es nichts mehr. Wenn ich jetzt in den nächsten 10 Minuten noch 3 Tore machen würde, wäre es auf einmal ein Unentschieden. Das würde die Tendenz ändern. Oh, guck mal, du hast sogar noch einen Spielstand, der einprogrammiert ist. Aber irgendwann jetzt hören die auf, das anzusagen, weil die nicht mehr eingesprochen werden. Weil ich nicht verstehe, warum man nicht so ein 10, bis zu 10 oder so macht. Das ist doch normal in FIFA. Ne? Das ist in FIFA ein normaler Spielstand. Irgendwie, keine Ahnung, 10 zu 0 oder so. Ne? Reus habe ich rausgeschickt. Ja. Dafür kam... Nee, das ist meiner. Brand kam nochmal für Reus. Was, ein schönes Tor! Digga, da habe ich nicht mal Torschungs gesehen, aber okay. Ey, so ein schönes Tor. Da habe ich nicht mal gesehen, dass der Ball reingehen könnte. Da war ich noch gerade darauf diskutiert. Gerade darauf konzentriert. Guck dir das, guck da an. Ecke, Bock. Ja. Ich habe es nicht mal mitbekommen. Schuss! Ja, da ist er abgekommen. Körper. Ja, der Kopf, den Kopfball. Das ist der. Oh, ja, okay. Allerdings. Ja, er geht raus und dann hast du die Chance, einen Kopfball zu machen, wo ich immer noch nicht weiß, wie man in den FIFA macht. Sowohl der Abwehrspieler als der Torwart. Nee, der muss einfach hoch genug sein. Du musst einfach B drücken dann. Also, aber wirklich kennst nur damit ab, dass der Ball hoch ist und dann ein normaler Schuss oder wie. Ist ja jetzt nichts Besonderes. Das ist kein Foul? Also, irgendwie zweifle ich heute am Schiedsrichter. Können wir bitte einen anderen haben? Was? Was? Ich hab den getroffen. Den können wir bitte einen anderen Schiedsrichter haben? Irgendwie finde ich den wack heute. Der pfeift abseits, wo meiner Meinung nach... Der pfeift abseits nach einem Strafstoß, nachdem ich einfach 2 Meter hinter einer Mauer stehe. Der pfeift abseits, wenn ich mit meinem eigenen Ball aus der Hälfte laufe. Ne? Ein offensichtliches Foul pfeift er einfach gar nicht, weil anscheinend der Ball gespielt wurde. Also ich möchte gerne einen anderen Schiedsrichter haben, den finde ich scheiße. Warum kann man nicht Video Assistant Referee in FIFA einführen? Ja? Weiß zwar nicht, was das bringen sollte, aber ich würde es witzig finden, wenn dann sagen, wir kontrollieren das. Na? Wenn da auch jemand anfängt, wenn dann jemand sagt, so, dieser Elfmeter, es wird jetzt kontrolliert, ob das ein Elfmeter war. Ja, wie so ein richtiger Video Assistant. Der entscheidet FIFA so am Pfand seiner Daten, dass es hat, ob es ein Elfmeter ist. Ich krieg den Vorteil, aber kann den Vorteil nicht nutzen, weil er abpfeift 8 Sekunden nach Nachspielzeit. Normaler Schiedsrichter wird die Chance auch noch laufen lassen. Der wird erst abpfeifen, wenn du wieder den Ball abnimmst. Ne? Aber nicht in FIFA, da wird immer 8 Sekunden nach der Nachspielzeit direkt abgepfiffen, instant. So, pass auf, jetzt will ich mir die Statistik mal ansehen.